Servus liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ali der Bastler. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich mir eine kleine Werkzeugkiste baue. Und zwar werde ich dafür meine neue Fingerzinkenvorrichtung verwenden. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Ich habe zwischendurch wieder mal ein paar Testfräsungen durchgeführt. Hat bisher ziemlich gut geklappt. Und heute soll einfach mal ein neues Projekt mit der Vorrichtung gebaut werden. Genau. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. So, was habe ich bisher gemacht? Ich habe jetzt hier die Seitenteile. Die habe ich zugesägt. Die haben ein Maß von 500 mm x 132. So, das wird dann einmal so sein und einmal hier an die Seite. Jetzt geht's los. Ich werde jetzt anfangen, die Fingerzinken zu machen. Ich werde das Ganze nochmal aus der Nähe filmen. Ich hoffe, dass es gut geht. Das ist das erste Projekt, wo ich jetzt diese Vorrichtung einsetze. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht vertue. Ich habe jetzt lange drüber nachgedacht, wie ich vorgehen soll, worauf ich achten muss. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an zu fräsen.
So, die Stunde der Wahrheit. Das habe ich jetzt einmal gefräst, komplett gefräst. Und hier habe ich schon mal das Gegenstück. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das passt. Und es passt tatsächlich. Und jetzt werde ich mal kurz nochmal überprüfen, ob das alles im Winkel ist. So ist es nicht im Winkel, so wäre es im Winkel. Und dann hätte ich hier einen Spalt. Ja, das weicht Millimeter ab. Nach der ganzen Verleimaktion werde ich dann später, wenn ich das abschleife, die Oberfläche, werde ich einfach auch hier die Bereiche schön runterschleifen, damit das mit dem Brett, mit den Seitenwänden dann bündig ist. Dasselbe mache ich dann auch hier und somit habe ich eine glatte, vernünftige Oberfläche. So, Stand der Dinge. Alle vier Ecken, alles passt, alles ist perfekt geworden. Ja, das ist so schon total stabil. Das ist eine echt super Verbindung. Also ich bereue es, es bisher nicht gebaut zu haben. Also nicht die Werkzeugkiste, sondern hier diese Vorrichtung für die Fingerzinken. Leute, wenn ihr das sehen wollt, dazu habe ich ein Video gemacht. Die es noch nicht gesehen haben, da könnt ihr oben in der Ecke auf den Infobutton klicken und euch das Video mal reinziehen. Ich finde diese Verbindung extrem stabil und ist natürlich auch dekorativ. Ne? So muss man auch sagen, es sieht schön aus. Aber ich werde das jetzt erstmal so lassen. Ich werde hier noch die Kanten bearbeiten. Das mache ich aber nachher. Und dann geht es, wie gesagt, weiter. So, jetzt werde ich hier Löcher reinsetzen. Versuche ich mit dem Finger da das Ganze schön einzuschmieren. Jede auf jede Fläche verteilen. So. Das war die Außenfläche, außen auf den Boden gefallen. Jetzt putzen wir das hier mal ein bisschen ab. Wenn ihr das hier für einmal festziehen und es trocknet, dann ist es zu spät. Das sieht immer bei den anderen immer so einfach aus. Das ist ja eine Sauerei. Das
natürlich gut, wenn man die Sachen schon mal vorbereitet hat, die Zwingen. Während der Leim trocknet, werde ich mich um die Bodenplatte kümmern. Die werde ich einlassen. Da werde ich jetzt an den Seiten einen Falz einfräsen.